Nun Wolfgang Klinger von der FPÖ. Herr Vizekanzler, die Diskussion über CETA und TTIP zieht sich ja über alle Länderparlamente und über die Wirtschaftskammer, der wir auch sehr lange Zeit miteinander angehört haben. Und es ist dabei festzustellen, dass es sehr, sehr unterschiedliche Zugänge und Ansätze gibt, wie man dieses Konvolut an Rechtsmaterie überhaupt zu behandeln hat. Und ich möchte da vielleicht einmal als erstes darauf zurückkommen, als wir diese Enquete für TTIP und CETA gehabt haben, die im Übrigen auch sehr, sehr gut gewesen ist, weil man endlich einmal Informationen aus erster Hand auch bekommen hat. Ich habe im Übrigen nicht die Gelegenheit gehabt, mich einzulesen, sage es aber ganz ehrlich, in Englisch, ich hätte es wahrscheinlich nicht erbockt. Des Weiteren war das insofern wertvoll, weil wirklich einmal die unterschiedlichen Meinungen hier im Parlament zusammengetragen wurden. Aber jetzt muss ich darauf zurückkommen, was Malmström gesagt hat. Malmström hat nämlich am Anfang gesagt, CETA und TTIP kann Nutzen bringen, wenn man es richtig macht. Die Verhandlungen haben aus engen Kontakten zur Zivilgesellschaft, Fragezeichen, und aus der Kontrolle durch das Europäische Parlament Nutzen gezogen. Also zurzeit haben wir es noch nicht und ich sehe es auch nicht, was der Nutzen sein soll. Und dann wurde zum ersten Mal das gemischte Abkommen ins Spiel gebracht. Ich komme darauf noch später zurück, weil es in der Rechtsmaterie, in der Rechtssicherheit ganz, ganz entscheidend wird, wie das, dieses gemischte Abkommen eben zu bewerten ist. Kern hat gesagt, Österreich profitiert vom Freihandel, offene Grenzen bringen Wohlstand für Österreich, CETA und TTIP wahrscheinlich das beste Abkommen, das die EU je abgeschlossen hat. Ein Wermutstropfen, die Schiedsgerichte haben eine eigene zweite Ebene eingezogen, das wurde nachverhandelt, aber diese zweite Ebene, wenn nicht ausjudifiziert, endet wieder bei den Schiedsgerichten. Na, was war das meines Erachtens für ein Erfolg? Ich glaube, das kann nicht als Erfolg verkauft werden. Mitterlehner hat gesagt in Seite 12, Absatz 7, 8, TTIP war nicht transparent genug aufgesetzt, erläutert ebenfalls dann die Schiedsgerichte und sagt dann, ich stehe aber auch betreffend TTIP für ein gut verhandeltes, faires Handelsabkommen. Also dann war er ein bisschen perplex. Es war nicht transparent und nicht gut ausverhandelt, war aber dann anscheinend ein gutes und faires Abkommen. Und jetzt zu den ganzen wirtschaftlichen Auswirkungen, die mir persönlich nicht wirklich in ihren gesamten Konvolut her klar sind. Wir führen zurzeit seit 5 Jahren im Europäischen Parlament eine Gerichtsstreitsache, wo ein kleiner Unternehmer gegen den Judo-Weltverband ankämpft. Herr Hauptner weiß, wovon ich spreche. Und wir haben leider Gottes das Problem gehabt, weil, auch wenn wir obsiegt hätten, wir den Schaden oder die Kosten des Verfahrens nicht zurückbekommen haben. Und da meine Frage dazu. Wie schaut das mit den Schiedsgerichten aus? Ist das die gleiche Prämisse, dass wir dann, wenn wir in Schiedsgerichte gehen, dort womöglich obsiegen, was ja auch möglich ist, die Kosten dafür nicht zurückerstattet bekommen? Na, gute Nacht, klein- und mittelständische Wirtschaft, wenn Sie in diese Fänge kommen. Ein weiterer Punkt ist, ich stelle mir hier die Frage, wann hat Österreich in diesem Verhandlungskonvolut noch das Heft in der Hand gehabt? Wann haben wir das Heft in der Hand gehabt? Ich glaube, das kann hier keiner beantworten, weil wir haben durch die Einstimmigkeit, Faymann hat mitgestimmt, des Beschlusses des Rates an die Europäische Kommission, TTIP und CETA auszuverhandeln, bereits zugestimmt, dass die außerordentlichen Verfahren oder die Verfahren, die die Europäische Union betreffen, auf alle Fälle durchkommen. Und jetzt bleibt uns, und das wurde auch später erst gesagt, in den gemischten Abkommen noch gewisse Regulative einzuführen oder einzufordern. Ich frage mich, was sind das für Regulative? Sind das die Regulative, die nur noch die Einzelstaaten betreffen? Und wenn wir uns dann... Die nicht den Handel betreffen.
Das ist gemischter Teil. Okay, aber die Einzelstaaten betreffend. Und ich stelle mir die weitere Frage, nachdem wir jetzt im Singapur-Abkommen der EuGH am Zug ist, klar festzustellen, wie die Rechtsverbindlichkeiten tatsächlich ausschauen. Also das heißt, wir wissen es ja noch gar nicht. Ich stelle mir die weitere Frage, was wird sein, wenn wir dann nur noch über unsere eigene Rechtmäßigkeit in unseren Staaten abstimmen können? Wir stimmen dem nicht zu, was uns die Europäische Union mit diesen Abkommen aufdoktriniert. Aber wir haben wahrscheinlich gar keine Möglichkeit, wenn es nicht eine Mehrheit gibt der Einzelstaaten, dies hintanzuhalten, dass die EU auch in unsere eigene Rechtmäßigkeit eintritt. Und das will ich auf alle Fälle verhindern haben. Zum Schluss noch eins. Es kann nicht sein, dass man ein so großes Verhandlungskonvolut mit solchen Auswirkungen ohne Rechtssicherheit verhandelt. Argumentiert Wolfgang Klinger von der FPÖ. Nächster Redner.